Hey, das bin ich, die Wanderlibelle. Nein, nicht das. Das ist die deutsche Heidelibelle. Bloß nicht mit der verwechseln. Also nochmal. Das bin ich, die Wanderlibelle. Oder lateinisch ausgesprochen, Pantala flavescens. Pantala heißt nämlich übersetzt alle Flügel und flavescens bedeutet goldgelb. Du kannst es dir bestimmt schon denken. Das liegt daran, dass mein Rumpf, der Thorax und mein Hinterleib, das Abdomen, goldbräunlich schimmert. Wie ein kleiner Bernstein im Sonnenlicht. Thorax und Abdomen werden zudem von einem schwarzen Streifen geziert. Aber nicht nur mein Körper ist so wunderschön. Schau mir mal in meine wunderschönen, großen, kastanienroten Facettenaugen. Zum Verlieben, oder? Ich bin etwa 4 bis 5 Zentimeter lang. Also ungefähr so wie dein kleiner Finger. Meine Flügelspannweite beträgt aber sogar 8,4 Zentimeter. Nice, oder? Ich bin übrigens auch super nett. Ich steche und beiße keine Menschen und bin auch sonst nicht giftig. Wenn wir uns also zufällig mal begegnen sollten, wäre es nett, wenn du mir nichts tun würdest. Ich komme nur zum Gucken. Also Peace, Bruder, ja? Kein Stress. Hysterische Menschen mag eh keiner. Nachdem ihr von der Wanderlibelle höchstpersönlich erfahren habt, wie sie aussieht und wie nett sie ist, schauen wir uns im nächsten Schritt mal an, wie sie sich eigentlich fortpflanzt. Denn wie bei einem Schmetterling müssen auch Libellen eine Reihe an Entwicklungsstadien durchlaufen. Also präsentieren wir euch nun den Weg vom Larvenei zur ausgewachsenen Libelle, der Imago. Das Wanderlibellenweibchen paart sich mit dem Wanderlibellenmenschen im Tandemflug. Zur Eiablage bleibt das Weibchen an das Männchen gekoppelt. Ein Gelege besteht aus ungefähr 500 bis 2000 Eiern. Die Eier haben die Form eines Rotationsellipsoids. Innerhalb der nächsten 38 bis 65 Tagen entwickeln sich aus diesen Eiern Larven. In einem Jahr entstehen so etwa 3 bis 4 Generationen. Das ist so, als wären in einem Jahr du, deine Eltern, deine Großeltern und deine Urgroßeltern geboren worden. Verrückt, oder? Ist die Larve voll ausgereift, wartet sie auf den richtigen Tag, um dann an einer Pflanze aus dem Wasser zu klettern. In etwa einer Stunde durchbricht sie ihre alte Haut, die Exuvie, schlüpft aus ihr heraus und fliegt davon. Kommen wir nun zu einer spektakulären Besonderheit der Wanderlibelle, die Flugtechnik. Wie alle Libellen besitzt die Wanderlibelle ein individuelles Muskelpaket pro Flügel. Das befähigt sie dazu, alle 4 Flügel unabhängig voneinander in eine eigene Richtung zu steuern. Dadurch kann sie nicht nur wie ein Hubschrauber in der Luft stehen, sondern ihre Vorder- und Hinterflügel beim Fliegen phasenverschoben bewegen. Das seht ihr hier am Beispiel einer anderen Libellenart. Durch den Trick des Phasenverschubs spart die Libelle 20% ihrer Energie ein. Und das aus gutem Grund. Die Wanderlibelle ist nämlich der Langstreckenrekordhalter. Das nicht nur unter den Libellen, sondern unter dem gesamten Insektenreich. Wow! Sie legt dabei Strecken von bis zu 3500 Kilometern zurück und ist vor allem bekannt für ihren alljährlichen Schwarmflug über den Indischen Ozean während des Monsuns. Mit einer Schwarmwolke von bis zu 34 Quadratkilometern und mehreren hunderten Tieren nutzt die Wanderlibelle neben der Thermik die feuchten Winde des Monsuns oder des Somalia Jetstreams und überfliegt so die Strecke von Indien bis nach Ostafrika. Dabei ist sie mit einer Fluggeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde bzw. 18 km/h unterwegs. Umgerechnet benötigt sie für die gesamte Strecke etwas mehr als 8 Tage. Im Vergleich dazu liegt das größte Passagierflugzeug, der Airbus A380, mit einer Reisegeschwindigkeit von 902 km/h die Strecke in nur weniger als 4 Stunden zurück. Dieser ist aber auch 140-fach so lang wie unsere Libelle
und seine Flügelspannweite ist fast das 100-fache so breit. Aber grob gesagt, würde man die Libelle auf die Größe des Airbus A380 vergrößern, würde sie die Strecke durch ihre geschickte Flugtechnik in nur weniger als die Hälfte der Zeit des Airbuses zurücklegen. Hallo, ich bin's wieder, die Wanderlibelle. Wie mein Name schon verrät, ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen das Wandern. Ich bin ein richtiger Weltenbummler und war schon auf fast allen Kontinenten der Welt. Die grünen Flächen auf der Landkarte zeigen an, wo mich der Wind so überall hintreibt. Auf keinen Fall in die Antarktis, weil es mir dort viel zu kalt ist. Brrr. Am liebsten besiedle ich wärmebegünstigte Gewässertypen, wie zum Beispiel Teiche, Tümpel, temporäre Gewässer oder nasse Reisfelder in Asien. Da ich Meisterin der Langstreckenwanderung bin, bin ich weltweit die meistverbreitete Libellenart. Nicht schlecht, oder? Trotzdem hat man mich in Europa, Asien und Nordafrika bisher nur selten gesehen. Da kommen einfach zu selten feuchtwarme Luftströmungen aus den Tropen an, die ich sonst für meinen Flug nutze. Durch den Klimawandel hat sich mein Lebensraum sogar noch erweitert. Deshalb wurde ich auch zur Libelle des Jahres 2021 gekürt. Der Klimawandel beeinflusst aber nicht nur meinen Lebensraum, sondern auch den vieler anderer Tiere. Weil es auf der Erde immer heißer wird, konnte ich nach Deutschland einfliegen. 2019 wurde ich in Brandenburg erstmals entdeckt. Hashtag Danke Erderwärmung. Andere Libellenarten können unter diesen Bedingungen allerdings nicht so dufte leben wie ich. Und viele sterben sogar aus. Rest in peace, Bro. Darum gibt es auch krasse Veränderungen der Libellenfauna, was ein echtes Problem ist. Aber hey Leute, da ich in Deutschland gefunden wurde, betiteln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mich nun als Bioindikator für den Klimawandel. Was das bedeutet? Ein Bioindikator ist ein Lebewesen, welches durch das Vorkommen oder Fehlen in bestimmten Regionen dortige Veränderungen nachweist, die durch menschlichen Einfluss zustande gekommen sind. Aha, das bedeutet also, dass durch mein Auftreten in neuen Erdregionen nachgewiesen wird, wie sich diese zu meinen Gunsten verändert haben. Für die heimischen Lebewesen bedeutet dies meist nichts Gutes. Haltet die Augen offen! Vielleicht begegnen wir uns ja mal. Macht's gut! Hier könnt ihr euch noch unsere Quellen ansehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.